Hallihallo, liebe Leute. Ich habe mir mal Pillars of Eternity gekauft. Mein erstes, sag ich mal, Classic-RPG. Ich werde trotzdem auf Normal spielen. Ich denke, das passt schon. Eisenhut werde ich nicht, also sozusagen Iron Man werde ich nicht anfangen. Ich werde mal ganz normal spielen. Und ich habe mir es mir geholt, weil es so gute Kritiken hat. Deswegen werde ich das mal anfangen. Und ich habe keine Ahnung, worum es geht. Ich habe mir auch so gut wie nicht vorher informiert. Ich habe nur ein paar Optionen ausgestellt, dass ich zum Beispiel nicht sehe, was Dialogoptionen mir noch fehlen. Also es gibt ja Varianten, dass du anzeigen lassen kannst, Dialogoptionen, die man nicht benutzen kann, weil man die Voraussetzungen nicht erfüllt. Und die habe ich ausgeblendet. Und auch welche Auswirkungen meine Dialogoptionen habe ich mir auch nicht angezeigt. Und ich werde hier einfach zwischendurch in den Folgen cutten. Ich hoffe, das ist okay. Five wagons grope blindly for the path on a starless night, their master glancing ever upward to the skies for assurance that he is on the right course. A dim lantern his only protection against the encroaching darkness. But the skies bring no comfort, shining no light, betraying no hint of what they know. The caravan carries travelers bound for the frontier hamlet of Gilded Vale, you among them, where a local lord has offered land and wealth to settlers from abroad looking for a fresh start. You have taken suddenly ill, sweating and shivering, and one of the other travelers signals for the caravan master to stop on your behalf. He pulls up just in time to avoid plowing into the trunk of a fallen tree that bars the way ahead. You will go no further tonight. Ich kann leider den Erzähler nicht abstellen. Und ich hoffe, ihr konntet mitlesen. Weil das nochmal vorzulesen, ich kann es nicht scrollen. Aus irgendeinem Grund. Sonst würde ich es nochmal vorlesen auf Deutsch. Wenn ich wiederholen klicke, kommt bestimmt der Erzähler nochmal. Five Ja, wagons grope okay, dann blindly for the path. hat sich das erledigt. Was macht er für einen Charakter? Auf jeden Fall mal männlich, würde ich sagen. Ich würde mich nämlich gerne wiederfinden. Damit haben wir das ja schon mal abgeschlossen. Ich muss sagen, ich kenne mich gar nicht in der Welt aus, die wir hier haben. So wirklich null. Ich würde aber, denke ich, gern einen Fernkämpfer machen. Ich hab schon mal reingeguckt in die Charaktererstellung. Problem dabei ist, ich würde gern in Barden Fernkämpfer ma also machen. Und wenn ich immer weiterklicke, ja, das ist egal. Wenn ich hier auf Sänger gehe, der hat halt eine Doppelaxt. Und ich würde aber gerne den Bogen vom Waldläufer haben. Ist ein bisschen kacke. Weil Sänger klingt ziemlich cool. In jeder Kultur in Eora gibt es Sänger. Viele Historiker betrachten den Sänger als den ältesten Beruf, der mit Magie arbeitet. Seine heilige Redewendungen greifen als das kollektive Gedächtnis verirrter Seelen um ihn herum und überwältigen sie in einer Art Nachahmung dazu, magische Effekte zu generieren. Okay, irgendwie ist die Übersetzung komisch. In manchen Gesellschaften bilden Sänger organisierte Gruppen von Geschichtenerzählern und Forschern. In den meisten Teilen der Welt sind sie jedoch bloß ein altehrwürdiger Teil der lokalen Volkstradition. Und die Fähigkeiten, die man am Anfang hat, klingen halt auch ziemlich cool. Phrasengesänge. Alle Sänger können kontinuierlich Gesänge sprechen, die aus magischen Phrasen bestehen. Phrasen lösen passive Effekte aus und helfen, die Energie eines Sängers aufzubauen, bis er eine Beschwörung einsetzen kann. Beschwörungen, mächtige magische Effekte, die Sänger auslösen können, wenn sie durch ihre Gesänge die benötigte Anzahl an Phrasen gesprochen haben. Wissen plus 2, Mechanik plus 1. Wie gesagt, das klingt für meine Begriffe, das ist hier jetzt andere, niedrig, niedrig, Durchschnitt sehr hoch. Abwehr ist bei ihm sehr hoch, aber Gesundheit, Ausdauer ziemlich niedrig und Genauigkeit Durchschnitt. Das klingt für mich halt ziemlich cool. Gleichzeitig würde ich halt gerne den Waldläufer machen. Waldläufer sind Kämpfer aus dem Waldland und Meisterjagd. Immer in Begleitung von seelengebundenen tierischen Gefährten findet man sie in wilden Gebieten auf der ganzen Welt. Da ihr Lebensstil oftmals in Richtung Unabhängigkeit und Isolation tendiert, ist es selten, dass Waldläufer zu einem integralen Bestandteil großer Streitkräfte werden, auch wenn sie oft als Aufklärer und Führer eingesetzt werden. Anfängliche Fähigkeit: tierische Gefährte. Alle Waldläufer besitzen eine starke Verbindung zu einem tierischen Gefährten. Der Gefährte folgt im Kampf den Befehlen des Waldläufers und ist äußerst wertvoll, da er ihm den Rücken frei hält. Tierische Gefährten verursachen nur wenig Schaden, besitzen aber eine hohe Schadensreduktion. Das Band zwischen dem Waldläufer und dem Gefährten ist stark. Wenn der eine im Kampf fällt, leidet auch der andere. Heimlichkeit plus 1, Überleben plus 2. Also,
Für mich klingt halt der Sänger irgendwie cool. Was er nicht weiß, ist, welche Statistik ich brauche, weil wir waren ja hier gerade noch, ne, männlich hat man. So, jetzt könnten wir halt hier noch auswählen. Die haben zum Beispiel Entschlossenheit plus 1. Was Entschlossenheit spielt den inneren Antrieb, die Bestimmtheit, die Furchtlosigkeit, die emotionale Intensität eines Charakters wider. Sie kann für Einschüchterung, Führung und überzeugende Auftritte nützlich sein. Im Kampf hilft die Charakteren, ihre Konzentration beizubehalten und trägt zu ihrem Wille und Abwehrverteidigen bei. Das ist wahrscheinlich gar nicht so schlecht für einen Barden. Weil, wenn ich das für Führung überzeugende Auftritte brauche, das ist ja als Barde schon ganz nützlich. Macht repräsentiert die körperliche und geistige Stärke eines Charakters, seine rohe Gewalt sowie seine Fähigkeit, mächtige Magie zu kanalisieren. Während der Interaktion kann sie zur Einschüchterung und für Akte brutaler Gewalt hilfreich sein. Im Kampf wirkt sie sich auf Schaden und Heilung aus, sowie auf die Tapferkeitsverteidigung aus. Es gibt hier noch ein paar andere Varianten. Das sind hier sozusagen die Körperbetonung, also Menschen so ein bisschen für alles gut. Die Aumauer sind sozusagen die Kämpferrasse, also das sind die größten und körperlich mächtigsten. Dann haben wir hier noch die Zwerge, die ja, auch körperlich sehr stark sind, allerdings weniger Gewandtheit haben, aber dafür Verfassung noch kriegen. Ich kann mal gucken. Gewandtheit ist eine Abstraktion der Koordination von Hand und Auge, der Balance und der gesamten Anmut eines Charakters. Per Interaktion kann sie für Fingerfertigkeit und schnelle Reaktionen genutzt werden. Im Kampf wirkt sie sich auf die Aktionsgeschwindigkeit des Charakters bei allen Angriffen, Zaubern und Fähigkeiten aus und trägt zur Reflexverteidigung bei. Und Verfassung. Verfassung ist eine Kombination aus der Gesamtgesundheit und der Ausdauer eines Charakters. Auch wenn sie bei Interaktionen kaum benutzt wird, wird sie manchmal überprüft, um Schmerz standzuhalten oder körperlich anstrengende Prüfungen auszuhalten. Im Kampf wirkt sie sich auf die maximale Gesundheit und Ausdauer aus und trägt zur Tapferkeitsverteidigung bei. So, dann haben wir hier Elfen. Gewandtheit plus 1, Wahrnehmung plus 1. Gewandtheit hatten wir ja schon. Wahrnehmung repräsentiert die Sinne eines Charakters sowie dessen instinktive Fähigkeiten, Details aufzugreifen. Bei Interaktionen kann sie dazu benutzt werden, jemanden beim Lügen zu ertappen, einen aufmerksamen Kommentar über seine Erscheinung abzugeben oder etwas zu bemerken, was sich im Hintergrund abspielt. Im Kampf trägt sie zur Abwehr und Reflexverteidigung bei und gewährt einen Bonus auf Unterbrechen. Ich weiß nicht, den Elf will ich eigentlich gar nicht spielen. Ich würde wahrscheinlich fast eher den Orleaner spielen. Dann gibt es noch die Gottähnlichen. Die sind ein bisschen crazy. Das ist so ein bisschen für die Magier. Intellekt repräsentiert die Logik und Argumentationsfähigkeit des Charakters. Bei Interaktionen kann er für Schlussfolgerungen plötzlich Erkenntnisse und Problemlösungen hilfreich sein. Im Kampf trägt er zur Willeverteidigung bei und beeinflusst die Dauer und den Wirkungsbereich von allen Fähigkeiten und Talenten. Aber die sehen halt schon ein bisschen arg crazy aus. Gibt es eigentlich auch unterschiedliche? Oh, da gibt es sogar. Da gibt es auch unterschiedliche Varianten. Also es gibt nämlich immer noch so, sag mal. So, ich wollte hier den Orleaner spielen. Da gibt es nämlich auch noch, weil es einen sesshaften Orleaner und den wilden Orleaner. Der sieht total geil aus. Den werde ich wahrscheinlich sogar spielen. Oder sesshaft Orleaner. Die haben nicht unterschiedliche Fähigkeiten. Sesshafte Orleaner sind in Red Serras und in den Valianischen Republiken oftmals Sklaven. Eine der Vertragsbedingungen zwischen dem Dürrwald und dem Volk aus Eglanfad, ich kenne mich mit dem Namen gar nicht aus, war die Befreiung der orleanischen Sklaven und obwohl diese eingehalten wurde, leben in Dürrwald noch immer viele sesshafte Orleaner als Schuldknechte. Geringe Bedrohung. Greift ein sesshafter Orleaner ein Ziel an, das von einem Gruppenmitglied ebenfalls als Ziel ausgewählt worden ist, verwandelt der sesshafte Orleaner einen Teil seiner Treffer in kritische Treffer. Und wilde Orleaner sind die ursprünglichen Orleaner, die in den tiefsten Wäldern und Dschungeln zwischen den Tropen lebten. Auch wenn sie nur etwa 1000 Jahre merklich von den sesshaften Orleanern getrennt waren, sind schnell ein paar genetische Unterschiede aufgetaucht. Bemerkenswert ist dabei vor allem die fehlende Gesichtsbehaarung im Zweig der sesshaften Orleaner. Wilde Orleaner sind in den Tiefen von Eglanfad verbreitet. Im Gegensatz zu ihren sesshaften Brüdern sieht man sie nur selten im Dürrwald, in Red Serras oder in den Valianischen Republiken. Trotzige Entschlossenheit ist wohl eine Fähigkeit von ihm. Nachdem sie einen Willensangriff ausgesetzt waren, halten wilde Orleaner vorübergehend einen Bonus auf alle Verteidigungen. Weiß nicht, ob ich den nehme und den dann als Sänger spiele, der schon eine sehr hohe Abwehr hat. Abwehr.
Abwehr ist die Verteidigung, die genutzt wird, um direkten Nahkampf- und Fernkampfschaden gegen den Charakter zu widerstehen, die keine Wirkungsbereichangriffe sind. Die Abwehr wird durch die Klasse, die Stufe, die Wahrnehmung und die Entschlossenheit des Charakters festgelegt, kann aber auch durch Schilde bestimmte Waffen, Talente und andere Effekte verzaubern oder Gegenstände beeinflusst werden. Fällt mir ein. Ich habe Entschlossenheit plus 1 und Macht minus 1. Die Frage ist, ob ich die Macht brauche. Wenn ich mit so einer Axt hier zuschlage, brauche ich vielleicht doch schon ein bisschen körperlich was. Phrasen. Hä? Achso, ich darf es jetzt auswählen. Was ist das denn? Steige die Bewegungsrate und den Reflex aller Verbündeten im Wirkungsbereich. Bringe den Hieb- und Stichschaden durch Feinde im Wirkungsbereich. Bringe die Konzentration von Feinden im Wirkungsbereich. Ich weiß nicht, was Konzentration bedeutet. Kann ich da hier drüber gehen? Nein. Hier. Konzentration. Die Konzentration des Charakters legt fest, wie wahrscheinlich es ist, dass sein Zauber und Angriff im Kampf unterbrochen werden. Jeder Entschlossenheitspunkt erhöht die Konzentration eines Charakters und steht dem Unterbrechungswert des Angriffs gegenüber. Wie bei Angriffswürfen wird für Unterbrechung ein zufälliger Wurf verwendet, um zu bestimmen, ob die Unterbrechung erfolgreich ist. Wenn die Konzentration größer ist als der Unterbrechungswert, ist die Wahrscheinlichkeit an der Unterbrechung niedriger. Dick wurden ihre Zungen über Worte stolpernd. Ach, das war das. Kommt Konf, Stanzwind des Todes. Entzieht allen Feinden im Wirkungsbereich einen Teil der Ausdauer. Ermutigt Verbündete im Wirkungsbereich, wodurch diese einen Bonus auf Tapferkeit und Willen erhalten. Tapferkeit widersteht Angriffen gegen das Immunsystem des Charakters mit Gift, Krankheit und so weiter. Sie wird durch die Klasse des Charakters, seine Stufe, seine Macht und seine Verfassung definiert, kann aber auch durch andere Effekte beeinflusst werden. Achso, ich darf mir zwei aussuchen. Ah, okay. Steige Bewegungsrate und Reflex aller Verbündeten. Reflexe. Durch die Reflexverteidigung kann der Verteidiger physisch schädliche Wirkungsangriffe ausweichen. Sie wird durch die Klasse Charakters. Aber gegen magische kann ich hier gar nichts machen. Feindaura. Nur 10% Hiebschaden. Und Stichschaden. Die Reflexe würde ich wahrscheinlich mitnehmen. Bewegungsrate. Und wahrscheinlich noch ein Lieber für Gegner. Beschwörungen. Ruft den Schleier und beschwört ein Phantom herauf, das für die Gruppe kämpft. Erste Stufe Sängerzauber. Benötigt drei gesungene Phrasen. Geschwindigkeit, Durchschnitt. Reichweite, CB. Aha. Verringert die Schadensreduktion von Feinden im Wirkungsbereich. Okay. Beschwört drei Skelette, die für die Gruppe kämpfen. Steigert Schadensreduktion aller Verbündeten im Wirkungsbereich gegen Hieb- und Elektroschaden. Okay. Erzeugt eine gewaltige Explosion, die Feinde im Wirkungsbereich betäubt und zurückstößt. Der Donner wollte die Wellen auf schwarzen Meeren. Das ist aber irgendwie nicht zu Ende. Dreimal erfuhr sie Unrecht, dreimal erfuhr sie gerechte Rache. Entzieht der Umgebung elektrostatische Energie, um drei Blitze zu erzeugen, die allen in ihrem Weg Elektroschaden zufügen. Weiße Würmer führt dazu, dass ein in der Nähe bezwungener Feind explodiert, wobei drei weiße Larven ausgestoßen werden, die umstehende Feinde zerschmettern. Bäh. Ist das ekelhaft. Ich glaube, ich würde die Knochen beschwören. Ob ihr Knochen noch unter diesem Hügel weilen, vermag niemand zu sagen. Was hatten wir eigentlich hier? Ach. Gesegnet ward Vengrid, schnellster deines Stammes, und dick wurden ihre Zunge über Worte stolpernd. Dann hatten wir hier, ob ihre Knochen noch unter den Hügeln weilen, vermag niemand zu sagen. So, ich brauche Verfassung und Intelligenz. Als Hauptattribut Entschlossenheit, als Nebenattribut. Ich habe, glaube ich, jetzt Minus Macht. Was, glaube ich, nicht ganz so schlimm ist. Intelligenz. Wie viel habe ich denn Attribute? 15. Mal 5 hier drauf. 5 hier drauf. Hatten wir noch irgendwas? Wahrnehmung, Entschlossenheit? Nee, hatten wir, glaube ich, alle.
Wir sind beides auf 15. Plus 10 Wille. Wahrnehmen brauche ich nicht zwangsläufig. Habe ich aber trotzdem 12, das ist gar nicht so schlecht, glaube ich. Genau, ach, ich sehe es sogar nochmal. Die Modifikatoren. Wenn ich auf Wahrnehmen gehe, seht ihr rechts. Hier 10 plus 2 Oleana. Und macht hier 10 minus 1. Fassung 15. Dringend empfohlen für Sänger. Dringend empfohlen für Sänger, empfohlen für Sänger. Manchmal, ich bin ein schlaues Kerlchen, würde ich mal sagen. Ja, komm, hier 18 Intelligenz. Wir sind ein richtig schlaues Kerlchen, aber dafür nicht so wahnsinnig stark. Weiter. So, was ist das denn? Kultur. Das gibt uns nochmal. Gibt es einen Intelligenz Plus? Entschlossenheit. Intelligenz. Verfassung, Macht, Wahrnehmung. Intelligenz. Oh, krieg ich andere Waffen? Krieg ich eine andere Waffen, wo je nachdem, woher ich komme? Das ist ja interessant. Ist das eine Fernkampfvariante? Nee. Ist irgendwie ein lahmes Schild. Ich hab's mir vorhin ein viel besseres Schild. Das ist irgendwie. So ein Schild zu halten, ist irgendwie für mich deutlich sinnvoller als so. Das bringt mir ja gar nichts. Wenn ich das Schild so halte. Also, es stimmt zur Hand, aber. Ist ja trotzdem Quatsch. Nordöstlich von Eglanfar liegen die Xamitl-Ebenen, eine weiter ausgehende Fläche fruchtbarer Savannen, die extensiv von Menschen und olanischen Einwohnern bewirtschaftet wird. Die Kultur der Xamitl ist eine der ältesten der Welt, wenn auch eine der am wenigsten imperialistischen, da sie sich in den letzten 1000 Jahren nur wenig verbreitete. So, da wissen wir jetzt zumindest, wo wir herkommen. Würde ich dann so nehmen, kann ich meine weiter... Hintergrund. Okay. Was ist denn Wissen? What the hell? Wissen spiegelt wieder, wie viel ein Charakter über unterschiedliche Themen erfahren und gelernt hat, wie viel er davon versteht, oft über okkulte oder esoterische Themen. Außerhalb von Dialogen und geskripten Interaktionen dient Wissen dazu, Schriftrollen zu aktivieren. Wenn sein Wissenswert höher ist, kann der Charakter Schriftrollen von höherer Stufe verwenden. Okay. Achso, das ist jetzt, wer wir sind. Okay. Xamitl-Ebenen, Aristokrat. Was macht denn ein Aristokrat? Landstreicher, Heimlichkeiten, Überleben. Was sind Überleben? Die Überlebeneigenschaft ermöglicht es dem Charakter, Nahrung und Tränke effektiver zu nutzen. Je höher die Überlebensfähigkeit des Charakters, desto länger hält die Wirkung solcher Gegenstände an. Überleben kann auch in Dialogen und geskripteten Aktionen verwendet werden, in denen es um Wildnisherausforderungen oder Spezialisierungsinformationen geht. Arbeiter, Athletik, Mechanik. Mechanik. Fallen und Schlösser können selbst die zähesten Abenteuer vor Schwierigkeiten stellen, ihre Ressourcen leeren und sie sogar verstümmeln oder töten, wenn sie versehentlich auf einen versteckten Außermechanismus treten. Die Mechanikfähigkeit macht es leichter, Schlösser zu öffnen und Fallen zu finden und zu entschärfen. Darüber hinaus kann jeder Charakter seine Mechanikfähigkeit nutzen, um selbst Fallen zu legen. Je höher die Mechanikfähigkeit, desto höher die Genauigkeit der Falle. In Dialogen und Skripten und Aktionen kann die Mechanikfähigkeit dazu verdient werden, Maschinen zu aktivieren und zu deaktivieren. Okay, Wissen, Mechanik, Athletikmechanik, Wissen, kann ich mir aussuchen, ob ich gelehrter oder Aristokrat sein will, Heimlichkeit plus 1, Wissen plus 1, ist wahrscheinlich viel gut. Durch Heimlichkeit können Charakter aller Klassen versuchen, nicht gesehen oder gehört zu werden. Heimlichkeit wird automatisch aktiviert, wenn der Charakter sich im Spähmodus befindet. Je höher die Fähigkeit des Charakters, desto näher kann er sich an Feinde heranbewegen, bevor er entdeckt wird. Jäger. Heimlichkeit und Überleben. Was überleben nochmal? Nahrung und Tränke, genau. Athletik, Wissen. Wissen, Philosoph. Sind wir Philosoph? In deinem Kopf bist du zu Hause. Du analysierst in der Natur der Welt und seiner Bewohner. Dissident? Nein, was war denn das hier? Gelehrter. Für dich ist Wissen eine barmherzige Verfolgungsjagd. Du hortest jedes Körnchen Emotionen, als ob es ein wertvolles Material wäre und Zeit, die du nicht dazu verwendest, um zu lernen, ist vergeudete Zeit. Du hast dein Leben mit dem Adel verbracht, deine Tage wurden durch verschwenderische Mahlzeiten und extravagante Feinde geprägt, deine Unterhaltungen waren mit Diskussionen über Herkunft und Stammbäume gespickt. Heimlichkeit überleben hat man das nicht. Heimlichkeit überleben, genau, hat der Jäger auch. Entweder ist man Jäger oder Landstreicher sozusagen, kann man hier auch aussuchen. Athletik, Mechanik.
Athletik wissen, Söldner. Nee, die sind kein Söldner, das ist doof. Du hast den Ruf eines Unruhestifters erlangt. Respektlosigkeit gegenüber der Autorität und mangelndes Interesse an Gesetzen sind wiederkehrende Motive in deinem Leben. Heimlichkeit und Wissen. Das klingt doch gar nicht so schlecht, oder? Also wir sind halt jemand, der da aus der Savanne kommt und dem halt die Obrigkeit ziemlich egal ist. Und wollen jetzt einen Neuanfang wagen mit unserer Karawane, das wollen wir nicht vergessen. Also ich will jetzt wirklich ein bisschen Rollenspiel betreiben. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel, deswegen bin ich hier etwas lange beschäftigt. Heimlichkeit überlegen, Athletik, Mechanik. Was ist denn Athletik eigentlich? Die Abenteuerei kann anstrengend sein. Das Reisen, das Kämpfen, das Klettern auf umgefallene Statuen kostet Kraft. Die Athletikfähigkeit wirkt gegen die Effekte angesammelter Müdigkeit, sodass Charaktere weiter wandern und länger kämpfen können, ehe sie mit einem Malus belegt werden. In Dialogen und Skriptenaktionen wird die Athletik für körperliche Aktivitäten wie Klettern, Schwimmen und Springen verwendet. Kaufmann sind wir jetzt noch auch nicht. Gegenstände mit Käufer und Wissen und Mechanik. Heimlichkeit überleben. Heimlichkeit Wissen, Athletik Wissen. Nein, komm. Wir sind jemand, der respektlos gegenüber der Obrigkeit ist, weil wir kommen aus unserem kleinen Dorf da irgendwo im Nirgendwo und können es nicht ab, wenn uns jetzt irgendjemand vorschreiben will, was wir zu tun und zu lassen haben. Das kann ich meine Farben bestimmen. Meine Primärfarbe wäre eigentlich, würde ich gern grün haben. Nein, nein, nein. Ja. Nee, das ist schon eher so ein Grün, was ich dann habe. Halt nach meinem Logo, ne? Seht ihr links oben? Ich glaube, dann ist das noch das Passendste. Annehmen. Sekundär müsste ja dann logischerweise gelb sein. Ja, aber ein richtiges Gelb gibt es ja auch nicht. Ja, dann nehmen wir Blau. Weil Gelb gibt es nicht wirklich. Oder Schwarz. Nehmen wir Grün und Schwarz als Farben. In unsere Haut können wir auch noch eine andere Farbe geben. Oh, wow. Was kann man denn in unsere Haut für Farben geben? What the hell? Das sieht übel aus. Kommen aus einer Savanne. Das ist so eine helle Farbe, auf jeden Fall Quatsch. Da kommen wir ein ganz dunkler Krieger. Gesichtsbehaarung kann ich hier noch ändern. Kann ich irgendwie ranzoomen, wäre echt super. Das fehlt mir noch ein bisschen. Ich könnte komplett ohne richtigen Gesichtsbart machen. Oder mir einen richtig buschigen Bart. Das sieht so gepflegt aus, das passt nicht dazu. Ist sowieso komisch, weil die Haare miteinander sich irgendwie verbinden. Komm, machen wir hier richtig buschigen Bart. Weiter. Und Porträt. Da müssen wir auch ein buschiges Porträt nehmen. Das passt ja schon mal alles. Warum sind hier Frauen? What the hell? Okay, so viele gibt es hier nicht. Super. Ich glaube, von meiner Rasse gibt es genau zwei Porträts. Yay! Passt ja das wahrscheinlich noch am ehesten. Stimme. Ja. Now I am the leader of the group. Keeping an eye out. Okay, ich verstehe nicht ganz so. Ach nee, war mal Straße, war immer so. Ja. Follow me. Easy now. Leading the way. Quickly and quietly. I've got this. Warum ist denn das eine Frau? My eyes are peeled. Yeah? I've got this. Das ist gar keine Frau, das ist bloß eine quietschige Männerstimme. Okay, Entschuldigung. Yeah! Sharp eyes and keen ears. Oh, I shall lead us. Ich kann auch keine Stimme auswählen, das ist auch geil. Finish them. Silence surrounds me. I've got this. To whispers and shadows. Also die passt die Höhe gar nicht. Leading the way. Charge. Let's keep quiet. I'm here. Follow me. Keeping quiet. Follow me. Nee, ich glaube, nehme ich den Mystiker. To whispers and shadows. Ja, ich den Mystiker. Wie nenne ich den denn?
Moment, jetzt muss ich mal kurz. Ich will ja Rollenspiel betreiben, dann kann ich jetzt nicht irgendwie so allein nennen. Das geht nicht. Also deswegen.